Moin zusammen Freunde, was geht ab und herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Und zwar ist es endlich soweit, beziehungsweise eigentlich war es noch nicht soweit, aber ist mir jetzt scheißegal. Ich wollte unbedingt dieses Video droppen. Ihr habt vielleicht darauf gewartet, weil ich schon das eine oder andere Mal auch angekündigt hatte. Und zwar habe ich mir mal wieder ein paar Sachen hier von Wish bestellt gehabt. Und ja, es waren auf jeden Fall 5 Sachen, eigentlich so 5 kleine Gadgets. Es hat alles insgesamt zusammen 13 Euro inklusive Versand gekostet. Krasser Preis eigentlich. Auf jeden Fall, also krass günstig natürlich. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Wochen gewartet. Die 4 Sachen waren eigentlich relativ schnell da, aber irgendwie die 5. Sache kommt nicht an. Ich weiß noch gar nicht, was es ist, was nicht ankommt. Es kann auch sein, dass die hier irgendwo mit drin ist, weil es vom gleichen Händler war, aber das glaube ich nicht. Weil meistens ist von Wish immer alles einzeln verpackt. Aber gut, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja, ich packe das mal mit euch zusammen aus. Ich weiß ja nicht, wo was hier drin ist. Aber ich kann es mir, glaube ich, so ziemlich denken. Es waren eigentlich 4 Gadgets, also die man halt auch wirklich gebrauchen kann, wie irgendwelche Kabel, was auch immer. Und eine Sache, die war halt einfach nur so aus Spaß, habe ich Bock drauf gehabt. Auf jeden Fall, ich glaube, die ist auch hier dabei. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Ich packe das Ganze mit euch zusammen aus. Ist alles von Wish. Hat ungefähr 3 Wochen gedauert, bis das jetzt da war. Sind jetzt zwar schon 5 Wochen rum, das lag jetzt in 2 Wochen rum, weil ich halt, wie gesagt, noch auf diese anderen Sachen warten wollte. Aber ist nichts mehr angekommen. Keine Ahnung, wo das ist, ob es noch ankommt oder sonstiges. Und ja, schreibt mir immer in die Kommentare, ob ihr Bock drauf habt, dass ich mehr so Sachen teste oder vorstelle. Lasst immer einen Daumen nach oben da und am besten ein Abo. Ich merke, dass es eigentlich ganz gut ankommt. Meine Wish Rolex und so weiter, das kam immer mega gut an. Und ja, checkt doch einfach mal meinen Instagram-Account ab, da poste ich einfach immer irgendwas, was ich gerade hochlade, was ich vorhab. Irgendwelche neuen Produkte, die ich testen will oder irgendwelche neuen Projekte. Davon poste ich halt immer mal irgendwas auf Instagram, also checkt mich auf jeden Fall da ab, da heiße ich genauso wie hier auf YouTube. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Produkt hier an. Wie gesagt, das ist jetzt halt irgendwie so ein größeres Teil. Mal schauen, was da jetzt hier drin ist. Übrigens hat das hier unten schon ein kleines Loch, so kam das an, aber ich habe es noch nicht geöffnet. Und hier haben wir einen Kut, fand ich auf jeden Fall mega nice, habe ich mal bei einem Kollegen gesehen. Alter, der sieht sogar echt nicht schlecht aus. Den hatte ich damals mal bei einem Kollegen gesehen, das kann man irgendwie als Blumenvase nehmen, soweit ich weiß. Oder halt irgendwie für Stifte, also ein Stifthalter oder keine Ahnung was. Aber ich finde das Ding einfach mega geil. Seid mal ehrlich, ich finde das Ding heftig. Finde ich irgendwie echt cool. Und ja, kann man hier hinstellen. Steht eigentlich auch, ja, es geht so, es wackelt ein bisschen. Sieht halt echt ganz süß aus, das Teil. Kann man sich halt, wie gesagt, auf den Schreibtisch stellen oder irgendwo anderes hin. Finde ich persönlich jetzt ganz geil. Habe ich mir jetzt ein bisschen schlechter vorgestellt. Hat irgendwie um die 3 Euro gekostet. Also davon bin ich überzeugt, das Ding kann man sich holen. Und es gibt auch noch so andere Mimiken. Also der sitzt jetzt zum Beispiel so mit dem Arm da. Und dann gibt es noch, wie er die Arme so ausstreckt. Keine Ahnung, gibt es auf jeden Fall verschiedene. Ich blende euch vielleicht mal kurz ein Bild ein. Und ja, das Ding geht auf jeden Fall schon mal klar. So, dann kommen wir hier zu der Packung. Da merkt man halt voll, was es ist. Das ist das, was ich halt als lustig empfunden hatte. Warum ich es mir bestellt hatte. Das werde ich auch nicht verwenden. Das werde ich mir einfach nur so zur Deko, glaube ich, hinstellen. Und zwar hier Klopapier mit dem Donald Trump drauf. Können wir ja kurz mal hier rausholen. Ist auf jeden Fall eine relativ dünne Rolle. Also ist jetzt nicht so dick wie jetzt, wenn man hier in Deutschland im Laden eine Rolle kauft. Aber ist auf jeden Fall der Trump mit drauf. Finde ich persönlich ganz lustig. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich glaube, hat 1 Euro oder 1,50 Euro gekostet. Und ja, keine Ahnung, da stelle ich mir hier hin oder hängen mir das hier so irgendwie an die Wand, keine Ahnung. Kann man irgendwie bei einer Geburtstagsparty, wenn man irgendwas gemietet hat, kann man das als Klopapier verwenden, keine Ahnung. Ist halt einfach ein kleiner Gag, aber jetzt nichts Besonderes. So, dann kommen wir hier noch zu so 2 kleineren Verpackungen. Ja, das müssten so Kabel fürs
iPhone sein, beziehungsweise so Adapter, die ich mal testen wollte. Oh, die Verpackungen sind echt hartnäckig immer hier zu öffnen. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall ein ganz normales Ladekabel fürs iPhone. Wie ihr seht. Ist, glaube ich, 1 Meter oder 1,50 Meter lang. Ich glaube sogar 1,50. Ist hier halt so im Rot. Kann man sich aussuchen, welche Farbe. Was ich halt bei denen gut finde, die knicken hier nicht so leicht weg, weil die hier draußen wie so einen Stoff drumherum haben. Also so eine Ummantelung, keine Ahnung, wie man es nennt. Und weil das hier schon so abgewinkelt ist. Seht ihr das? Und das finde ich halt geil. Jeder, der ein iPhone hat, der kennt das wahrscheinlich, dass die Kabel extrem schnell kaputt gehen vom iPhone. Und deswegen ist so ein angewinkeltes eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, ich teste das jetzt nochmal ganz kurz. Ich hole jetzt mal meine Powerbank und schließe das dann hier mal kurz dran und teste einfach mal, ob es funktioniert. Weil es wäre ja scheiße, wenn es irgendwie nicht funktioniert oder so. So, Powerbank hier am Stissel. Stecken wir mal hier rein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass da noch Saft drauf ist. Ansonsten muss ich es mal an die Steckdose anstecken. Und ja, geladen steht hier. Ist auf jeden Fall jetzt hier so abgewinkelt. Geht auf jeden Fall klar. Es lädt. Wie gut das lädt, das sehe ich dann natürlich im Laufe der Zeit. Aber das Teil kann man auf jeden Fall verwenden. Hat, glaube ich, auch nur 1 oder 2 Euro gekostet. Wie gesagt, geht auf jeden Fall klar. So, jetzt kommen wir eigentlich zu dem letzten Päckchen. Ja, schade eigentlich, dass das andere nicht da ist, aber ich meine, da kann man jetzt nichts machen. Ich werde auf jeden Fall dann, denke ich mal, wieder ein paar neue Sachen bestellen. Jetzt direkt irgendwann, wenn das Video vielleicht gut ankommt, schreibt es in die Kommentare, dann bestelle ich mal wieder vielleicht 5 bis 10 Sachen und dann teste ich die natürlich irgendwann wieder in einem Monat oder so in einem Video. Jetzt kommen wir hier zu der Sache dann. Muss ich sagen, finde ich jetzt gerade ein bisschen schade, was ich hier sehe, weil auf dem Bild war das ein bisschen anders abgebildet. Sieht halt auch mega billig aus. Das ist halt einfach so eine USB-Leiste, kann man 4 USB-Dinger anschließen. Ich meine, wenn es ja funktioniert, ist ja in Ordnung. Aber bei dem Produktbild, wo ich das gekauft habe, war das eigentlich so eine lange Steckerleiste. Ich glaube, bis zu 10 Anschlüssen. Und ja, finde ich jetzt gerade ein bisschen schade. Aber das können wir auch direkt mal hier testen. Machen wir hier das Ding ab. Also das wirkt schon extrem billig. Vor allem, es wiegt auch kaum was. Als wäre da gar nichts drin. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das funktioniert. Beziehungsweise ob das funktioniert. So, jetzt können wir direkt das Kabel mal hier reinstecken. Und einfach mal schauen, ob jetzt das Handy da damit auch lädt. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Ihr seht, ich habe es jetzt hier an meiner Powerbank dran. Und ihr seht, iPhone wird geladen. Ist auf jeden Fall ganz nice eigentlich. Ist eigentlich ganz geil für unterwegs oder so, wenn hier irgendwie nur eine Steckdose frei ist, dann kann man hier direkt 4 Handys gleichzeitig damit laden oder 4 andere Sachen halt. Fand ich eigentlich mal ganz nice. Kann man immer mal da haben. Hat halt auch wieder nur 2-3 Euro gekostet. Und ja, das war's eigentlich von den Sachen, weil das andere Teil ist nicht angekommen. Ich kann euch ja mal ganz kurz sagen, was das war. Und zwar war das auch für ein iPhone. Unten dieser Adapter. Einmal hier unten für dieses Lightning-Anschluss. Und dann einmal ein Lightning-Anschluss, dass man es laden kann. Und einmal ein Kopfhörereingang. Weil ihr wisst ja, die neuen iPhones, die haben keinen Kopfhörereingang. Das heißt, es war so ein Adapter, dass man das Handy laden kann und gleichzeitig normale Kopfhörer anschließen kann. Oder halt auch, ich glaube, das war mit da dran, oder halt die Lightning-Kopfhörer, die halt beim iPhone 8, 8 Plus, XS und X immer dabei sind. Und ja, so ein Adapter war das halt. Fand ich jetzt schade, dass er nicht mit da war, weil den wollte ich eigentlich auch mal testen. Wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob ich mehr davon machen soll. Das waren halt jetzt die Sachen, die ich bekommen habe. Wie gesagt, halt dieser USB-Adapter da, dann hier dieses rote Kabel, was eigentlich echt ganz geil ist, dann hier das Trump-Klopapier und der Quad, der geht auf jeden Fall richtig klar, ist eigentlich so das geilste, was ich mitbestellt hatte und der war halt einfach genauso günstig wie die anderen Sachen. Und dann würde ich sagen, haut einfach rein, bis zum nächsten Video und ciao.